So, und damit ein Heyho und herzlich willkommen hier zurück Grüß dich, zu Pete. Konzentrier Spider-Man. dich. Wir müssen mal ein bisschen die bösen Jungs ausschalten. Ja, okay, natürlich. Ich sollte die Typen ausschalten, bevor ich weitergehe. Hihihihi. Zack. Okay, Pete, ich habe mich vorne versteckt. Gib mir ein Zeichen, dann fliehe ich. Alles klar, worum geht es in der Akte? Was Zack. steht drin, dass die Typen sie unbedingt haben wollen? Notizen über etwas namens Teufelsatem. Fisk sollte ein geheimes Forschungslabor dafür bauen. Und was immer dieser Teufelsatem ist, Fisk hatte Angst davor. Er nennt ihn Büchse der Pandora. Fisk und Angst. Wir müssen dich und die Akte hier rausbringen. Moment. Zack, zack, zack. Das war's. So, gleich schon mal den nächsten. Bitte, holen Sie mit. Zack, 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 zack. So. Okay, alles klar. Gibt es so einen Übergang? Nee, ne? Das heißt, ich muss hier hin. Zack, 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 zack. Tun Sie mir nichts. Bitte. Zack, zack, zack. Zack. Das waren alle. Nein, lassen Sie mich gehen. MJ. Oh Gott. Stopp! Nein. Versteck dich! Zack. Echt uncool, die Geiselnahme, Jungs. Wow! Was ist das für ein glänzendes Zeug auf euren Händen? Seid ihr Geister? Habt noch nie mit einem Geist gekämpft. Erledigt ihn! Okay, ich habe gegen Gespenster gekämpft. Aber technisch gesehen sind Gespenster keine Geister. Alle Geister sind Gespenster, aber nicht alle Gespenster sind Geister. Versteht ihr? Ah, das scheint irgendwas mit Energie zu sein. Nichts Geisterhaftes. Alles okay. Gegen einen Geist kämpfen bleibt also auf meiner Wunschliste. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Na bitte. Oh, hi. Du bist ja ein sehr netter Freund. Einfach ab an die Wand mit dir. Zack, zack. Und whoop. Zack. Ui, ui. Whoop. Zack, zack, zack. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Puh, das war ein hartes Training. So. Weiter geht's. Wir müssen die Maske. Die Maske, sag ich schon, die Dings finden. Sieht antik aus. Ich glaube, ich kenne jemanden, der mir was über die Herkunft sagen kann. Aber das kommt später. Ich habe mit Craig gesprochen. Sie sind gar nicht seine Reporterin. Sie arbeiten nicht mal für Heritage Arts. Habe ich nie gesagt. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Sie werden kein Wort darüber schreiben, was ihr vorgeht. Fürs Protokoll. Was wissen Sie über die Akte, die gestohlen wurde? D
Was? Das gar nichts. Was ist mit der heißen Ware, die Fisk hier im Auktionshaus angeboten hat? Ihr Herausgeber wird von unserem Anwalt hören. Nix? Als wäre das letzte halbe Jahr nie gewesen? Ja. Ja. Tja, ja. MJ und Peter sind auch ein süßes Pärchen. Aber in der Hinsicht weiß ich... Seit wann ist Mix eine Pizzeria? Keine Ahnung, aber zum Glück gibt es noch diese Pommes. Absolut. Die besten in der Stadt. Also, wie läuft's beim Bugle? Ja. Tja, gerade kam eine wütende Nachricht von Robbie wegen meiner sogenannten Eskapaden heute. Also muss ich wohl wieder zur Rechtsabteilung. Mal wieder. Ah, wenn er den Artikel liest, den du schreibst, wirst du befördert. Also, die gruseligen Maskenjungs. Wie siehst du das? Ganz normale Härte in der Stadt. Wie siehst du das? Ich glaube, da steckt mehr dahinter. Lass uns nicht nur über den Job reden. Wie geht es dir denn? Hast du die Beförderung bekommen? Nein, aber wir stehen kurz vor einem großen Durchbruch. Du weißt, dass Oscorp dich sofort einstellen würde. Ein Anruf bei Harry... Klar, aber Dr. Octavios Arbeit wird Millionen helfen. Ich bin genau da, wo ich sein möchte, da, wo ich sein sollte. Das klingt ja fast, als wäre es dir wichtiger als dein anderer Job. Das sind ja völlig neue Töne von dir. In 6 Monaten kann sich viel ändern. Warum sind wir beide hier, Pete? Naja, ein Essen unter Freunden. Freunde. Das sind wir also. Wäre doch schön, also, wenn du es auch möchtest. Wir haben nicht gerade Glück im Gepäck. Ja, schon, aber... Ist das so schlimm? Ich meine, im Gepäck sind doch auch schöne Sachen wie Geld und Schlüssel und Himbeerlippenbalsam. Weißt du noch, warum wir uns getrennt haben? Das ist eine Fangfrage, stimmt's? Nochmal Glück gehabt. Reden wir später? Geh schon. Schön, euch wieder zusammenzusehen. Ihr wart schon immer meine Lieblinge. Ach ja, schön. Aber mal ganz doof, der alte Typ, der gerade das gesagt hat, der sieht aus wie, mir fällt sein Name gerade nicht ein, der Erfinder von Spider-Man und die ganzen anderen Dingern. Hey, ich bin's. Was machen diese Einheiten auf der dritten? Offenbar ist unser alter Freund Harmon Schultz wieder da. Schocker. Ist der nicht auf Bewährung? Tja, hat wohl nichts gebracht. Keine Angst. Harmon. Hier. Oh. Der sieht aus wie der Erfinder von Spider-Man und Co. oder, weißt du? Hier, oh, mir fällt der Name nicht ein. Scheiße, das ist peinlich. Naja, egal. Ich glaube, ihr wisst, wen ich meine. Ne? Drohnen. Nett. Na, Netzschießer. Fähigkeitspunkt. So, mehr Fokus hört sich doch gut an, weil Fokus ist ja das, was... Das ist eine Pfeife, den habe ich vor dem Bettobfall wieder in Rikers. Hier, Dings. Ich war gerade essen mit meiner Ex, nachdem ich sie vor maskierten Kriminellen gerettet hatte. Und jetzt vermöble ich einen Irren, der Leute schockt und ausraubt. Ah, was für ein herrlich klar. Normales Leben, Peter Parker.
Ja. Ist doch ein ganz normales Leben. Man muss nur wissen, für wen. Ne? Peter, ich wollte nur sicher gehen, dass keine Ausrüstung von Ihrem Freund mehr im Labor herumliegt. Mir ist das egal, aber wenn die Fachkommission noch einmal kommt... Keine Sorge, Doc. Ich achte darauf, nichts liegen zu lassen. Aber ich weiß, dass mein Freund Ihre Hilfe zu schätzen weiß. Es gibt viele Leute, die ihn nicht mögen. Dieser Hanswurst Jameson und seine Schafherde? Bitte. Menschen, die Großes auf dieser Welt vollbringen, lassen sich von Tyrannen wie ihm nicht aufhalten. Menschen wie wir. Sagen Sie was, Doc. Mhm. Bis bald. So, da haben wir den nächsten Turm gleich schon mal. Und wenn man mal so guckt, scheint das ja sehr viel zu sein. Hier scheint das ja sehr viel zu sein, was Dings ist. Was nebenbei noch. Wait. Hup. Und hup. So, in die Richtung. Und bui. Nebenbei. Zack. Das behalte ich. Okay, das ist zwar ein bisschen komisch geworden, das Bild, aber hey, ist ein Foto. Oh, tolles Foto. Ja, ich wollte mal ein bisschen was von außer Luft fotografieren, heraus fotografieren, Spider-Man. Ui. Oh, das muss so geil sein, einfach durch die Straßen schwingen zu können. So wie Spider-Man. Kuckuck. Ich bin da, wer noch? Hi, Herman. Echt jetzt? Gib's auf, du wirst mich nie fangen. Hast du letztes Mal auch gesagt. Ich will dir nichts tun. Mach dich nur langsamer. Wow, überaus nett. Wofür ist das Geld, Herman? Warum fragst du? Keine Ahnung. Ich wollte nur höflich mit dir plaudern. Genug geplaudert. Aber das wäre so viel schöner, wenn wir auf der Gefühlsebene verbunden wären. Ach ja, stimmt. Du hast ja gar keine Gefühle. Komm. Bom. Hab dich. Jetzt plaudern wir. Ich dachte, genug geplaudert. Ach Mann. Notiert. Im Ernst, Herman. Warum wieder der Mist? Du weißt, dass die Polizei dich im Auge hat. Gut, wir alle wissen, dass du dämlich bist. Aber doch nicht so dämlich. Du musst echt verzweifelt sein. Das heißt, dass du nicht für dich selbst klaust. Du arbeitest mit jemandem zusammen. Oder für jemanden. Sag mir jetzt, wer es ist. Oder ich prügle später aus dir raus. Deine Wahl. Ich hab genug gesagt. Los, los, los! Wow. Er feuert jetzt auch schon Stinkstrahlen hier aus dem... Zack! Weißt du was, Herman? Du hast null Persönlichkeit. Aber dein Anzug ist der Hammer. Gib mir mal Designtipps. Dann später. Okay, dann später. Also anscheinend klaut er Geld für jemand anderes, wenn gut gemacht, Spidey richtig. Was über liegt. Seine Motive rausgefunden? Hab's versucht, ist aber eher schweigsam. Außerdem hasst er mich wohl. Das geht irgendwie vielen Leuten so. Aber du magst mich, stimmt's, Yuri? Ich ertrage dich. Wow, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Ich ertrage dich.
Ist auch nett. Ah, ich glaube, da vorne. Ich habe wohl ein bisschen Zeit. Ich könnte jetzt die Maske untersuchen. Erstmal würde ich den Turm. Hey MJ, du bist noch spät auf. Ich habe gerade die Nachrichten gehört. War wohl ziemlich spannend mit Schocker heute Abend. Ja, er war ungewöhnlich aggressiv. Egal, danke nochmal für das Essen. Was schulde ich dir? Vielleicht ein Gefallen? Du hast noch die Maske aus der Galerie. Ja, ich bin gerade auf dem Weg zum Feast Center, um sie Martin Lee zu zeigen. Martin Lee? Warum? Er hat einen Abschluss in Kunstgeschichte. Wenn irgendjemand etwas über die Herkunft der Maske weiß, dann er. Halt mich auf dem Laufenden. Wie gesagt, das könnte eine Riesensache sein. Und ich will die Story aufdecken. Klar. Und ich kann dich immer anrufen? Ja, jederzeit, aber sicher. Dann reden wir wieder. Cool. Sieht schon mal ganz positiv aus. So. Sieh mal einer an. Es dämmert. Mr. Lee wird bald hier sein. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Hm. Erstmal schön was essen, was trinken und am Handy erstmal was, ne? So. Um die Zeit ist Mr. Lee im Büro. Ja, gehen wir nach oben. Aber gratis. Der Kaffee ist grauenhaft, aber gratis. Da hinten. Huch, da ist was zum Angucken. Es gibt immer noch zu viel obdachlose Veteranen. Gut, dass mein Kumpel Flash Thompson etwas dagegen tun will. Es sieht immer jemand nach uns. Okay. Wir müssen keine große Sache draus machen. Wir sehen das ganz locker. Gehen wir mal rein. Peter. Kann ich dir helfen? Tut mir leid, Sie zu stören, Mr. Lee. Meine Freundin Mary Jane, sie ist Reporterin. Sie schreibt eine Story über Kunstimporte und hat da dieses Stück und wollte eine Expertenmeinung dazu. Und ich weiß, Sie haben Kunst studiert. Und zum ersten Mal könnt ihr mir das wirklich etwas nützen. Dann zeig doch mal her. Interessant. Wo hat sie das her? Ich bin mir nicht sicher. Warum? Was ist das? Die Kopie einer antiken chinesischen Opernmaske. So eine habe ich lange nicht gesehen. Dieses Symbol hier heißt so etwas wie Dämon. Dämon? Mein Vater hat mir Geistergeschichten mit dieser Maske und dem Symbol erzählt, als ich klein war. Haben mir einen Heidenschrecken eingejagt. Peter, hör zu. Diese Maske könnte mit gefährlichen Leuten zusammenhängen. Mary Jane sollte sich eine andere Story suchen. Denken Sie, sie ist in Gefahr? Ich weiß es nicht. Warum es riskieren? Hey. Das Symbol in der Maske bedeutet Dämon. Mr. Lee hat sich total erschreckt. Hab ihn noch nie so gesehen. Er meinte, du solltest die Story sein lassen. Pustekuchen. Glaubst du, Mr. Lee weiß mehr, als er zugibt? Nein, das war wohl nur ein schräger Flashback oder so. Er hatte eine traumatische Kindheit. Ja, ergibt Sinn. Dämonen, ja? Starker Name. Okay, ich muss arbeiten. Die Partnerschaft mit Rest... Also, das lief genau, wie ich erwartet hatte. Was? Oh. Okay. Anscheinend hat sich da das ein bisschen blockiert. Schade. Ah, ich kann immer noch. Alles in Ordnung bei euch? Der Idiot denkt, ich ziehe über meiner Tochter ein. Hey, das wäre toll. Sie hat nicht gefragt. Und wird sie auch nicht. Ich gehe nirgendwo hin. Das weißt du nicht. Niemand weiß das. Tja, ich gehe nirgendwo hin. Das ist dein Versprechen. Ich muss gehen. Mein Hund? So eiskalt so. Ich gehe nirgendwo hin.
Ich muss gehen. Ach ja. Okay, dann würde ich gleich auch erstmal die Folge beenden wollen. So. Und zwar genau jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein, wenn es denn weitergeht. Hier bei Spider-Man mit mir, eurem Livus Kisan.